Ja, das Fundament ist gelegt. Die Berichte sind sozusagen im Schnelldurchflug vorgestellt worden. Und nun wollen wir mal schauen, wie das sozusagen von ökonomischer Seite beurteilt und bewertet wird. Und ist angekündigt als Streitgespräch. Ungleichheit, ist es ein Problem oder ist es kein Problem? Das werden jetzt gleich diskutieren Professor Dr. Michael Hüther. Er ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft und des IW Köln und Professor Dr. Peter Bofinger von der Universität Würzburg, und er ist ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch in Kürze genannt als die Wirtschaftsweisen. So, das ist der schöne Begriff. Wir starten mit Weise sind Sie natürlich beide, das ist ja klar. Wir starten mit Professor Dr. Hüther. Er ist außerdem auch Honorarprofessor seit 2001 an der EBS Business School und Aufsichtsratsvorsitzender des TÜV Rheinland. Er hat möglicherweise einen etwas anderen Blick auf die Einschätzung der Lage, das werden wir gleich sehen. Er hat eine spannende Frage formuliert, die wir nachher vielleicht auch noch diskutieren werden. Sind wir eigentlich alle bereit, auch ein bisschen in die Verteilungskonflikte hineinzugehen? Was er genau damit meint, das werden wir nachher diskutieren. Erstmal haben Sie die Gelegenheit für einen kurzen Impuls. Herzlich willkommen, Herr Professor Hüther. Vielen Dank zunächst für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein paar Anmerkungen zu einem ohne Zweifel wichtigen Thema zu machen, das auch der intensiveren Beleuchtung bedarf. Es ist in dem Impuls von Frau Spannagel ja deutlich geworden, dass wir eigentlich über ein mehrdimensionales Thema reden, und dann müssten wir Amartya Sen ernst nehmen, den Nobelpreisträger der Ökonomie, der über seinen Capability Index ja gesagt hat, wir müssen die Verfügbarkeit unterschiedlicher Ressourcen als Gestaltungsmöglichkeiten für das Leben in den Blick nehmen. Das werden wir heute hier nicht tun. Wir reden über Indikatoren als Stromgröße, Einkommen als Bestandsgröße, Vermögen und versuchen da etwas aufzuziehen. Bei all den Befunden, wenn Sie gleich auch in den Grafiken sehen, sind die nicht so unterschiedlich, ist am Ende natürlich zwingend eine Bewertungsfrage. Das heißt, wir sind sehr schnell in einem präskriptiven Diskurs und nicht mehr in einem deskriptiven. Und da ist der Streit natürlich ein anderer. Und da kann man höchstens fragen, sind die Werturteile konsistent? Ist die Zuweisung von Instrumenten konsistent für das, was man denn dann will? Dann kommt allerdings auch die Deskription, der Befund wieder hinein. Was haben wir denn an Erkenntnissen? Und vielleicht zu beschleunigen, gehen wir darüber gleich weg, sondern fangen wir mit der ersten Frage an, ist Deutschland besonders ungleich? Es kam eben auch die Frage hier in der Diskussion, wie sieht es im europäischen Vergleich aus? Wir haben uns hier mal die Mühe gemacht, Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit, jeweils die Gini-Koeffizienten in ein Zwei-Achsen-System zu führen. Die Größe der Kuller macht sozusagen dann noch das kaufkraftbereinigte Median-Einkommen-Bedarfsgewicht, also das, was Frau Spannagel auch gemacht hat, dass wir als äquivalenzgewichtete Einkommen beschreiben. Die sind hier zugrunde gelegt bei den entsprechenden Einkommenszahlen. Sie sehen, Deutschland ist hier in dem rechten Kuller-Block unten. Das heißt, wir haben ein ganzes Bündel von Volkswirtschaften mit ähnlicher Struktur, die etwa eine Einkommensungleichheit um Gini-Koeffizienten gemessen haben, irgendwo zwischen 0,25 und 0,30. Die aber eine durchaus hohe Vermögensungleichheit erkennen lassen zwischen 0,70 und 0,80. Sie haben dann links davon, das würde man vielleicht bei naiver Betrachtung als wünschbar beschreiben, Volkswirtschaften hier so gemessen, geringe Einkommensungleichheit, auch entsprechend geringe Vermögens- oder geringere Vermögensungleichheit. Sie sehen aber, dass immer gilt, dass die Vermögensungleichheit größer ist als die Einkommensungleichheit. Und was auch gilt ist, das sieht man auch in der Gruppe dieser Volkswirtschaften, wenn man das dann im Blick noch weiter wirft auf den Zusammenhang Vermögensanteil und Sozialausgaben, dort wo wir ein etabliertes, und die Volkswirtschaften, die Sie da eben gesehen haben, waren Niederlande, Skandinavien, Österreich, sind Volkswirtschaften mit einem etablierten und gut ausgestatteten Sozialversicherungssystem. Das heißt, wir haben hier anders als beispielsweise in den USA eine Absicherung der großen Lebensrisiken durch die Sozialversicherungszweige. Wir haben sie auch für das Rentendasein und die Rentenphase mit einer sozusagen Entlastung, wenn Sie wollen, auch des privaten Sparens. Und wir haben zum Zweiten, das wissen Sie für Deutschland auch, eine vergleichsweise geringe
Wohneigentumsquote. Die Wohneigentumsquote hier in diesem Lande liegt bei 43%. Sie liegt in angelsächsischen Ländern bei 80%. Das heißt, das Wohnvermögen, also die Wohnbestände, das wird hier viel weniger dem privaten Sektor zugeordnet, weil es in Genossenschaften, Unternehmens dann gehalten wird, dieser höhere Teil. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen schlechter leben. Man kann in einer Mietwohnung in Deutschland sehr gut leben. Wir wissen, dass es in Frankreich und in Großbritannien, was die Ausstattung dieser Wohnungen angeht, eine deutlich andere Herausforderung ist. Also stellen wir zunächst einmal fest, vom Ausgangsbefund her befinden wir uns da in einer eigentlich ganz respektierlichen Ländergruppe. Und das hat sich über die Zeit nicht wirklich verändert. Ist Deutschland immer ungleicher geworden? Die zweite Frage, das ist das, was auch Frau Spannagel schon beschrieben hat. Ich habe das mal gleich in eine Grafik übernommen. Sie sehen hier in der Tat nochmal dieses Bild. Nicht? Wir haben in den 90er Jahren so irgendwie die 0,25,5 beim Gini-Koeffizienten. Dann geht das runter auf 0,25. Dann haben wir ab 99 diesen Anstieg des Ungleichheitsindikators, der dann bei 0,29 endet und am aktuellen Rand einen leichten Bewegung nach oben. In der Tat, wir hatten dann 2008, 2009 diese Korrektur. Das ist jetzt das Ergebnis für das sozioökonomische Panel. Sie werden gleich an anderen Strukturdaten sehen, dass es aber sinnvoll ist, sich alle anderen auch anzuschauen. Das ist EU-SILC. Das ist jene Erhebung, die Statistics on Income and Living Conditions in der Europäischen Union betrachtet. Und Sie sehen eine etwas andere Schwankungsintensität, seit am aktuellen Rand, aber ein durchaus anderes Ergebnis. Und das ist der Mikrozensus. Insofern, mein Werben an dieser Stelle ist, sich nicht nur auf einen Indikator einzulassen. Alle Indikatoren haben ihre empirischen Schwächen. Ein Panel, wie das des sozioökonomischen Panel, wird entsprechend immer auch durch neue Stichproben aktualisiert. Es muss ja am Leben gehalten werden, sonst wenn Sie einfach das Panel durchfahren, ist es irgendwann leer, weil die Menschen verstorben sind, weggezogen sind, nicht mehr und irgendwelchen Gründen. Und zweitens haben wir, es ist erwähnt worden, die Migrationsstichprobe hinzubekommen, 15. Und wir sehen insbesondere dadurch eine entsprechende Verschiebung auch am unteren Ende. Denn das muss man sich schon klar machen, dass 1 Million Menschen ins Land gekommen, die nicht am oberen Einkommensende eingestiegen sind. Mit Sicherheit nicht. Und es geht auch nicht darum, wenn man das identifiziert und als ein Thema, als einen treibenden Faktor benennt, irgendetwas klein zu reden. Nur es ist doch völlig klar, dass die gleiche Entwicklung für eine Bestandsgesellschaft andere politische Ableitungen erfordert, als für eine Gesellschaft, bei der diese Entwicklung durch Fluchtmigration zustande gekommen ist. Dann muss ich sozusagen ja politisch anders agieren. Deswegen ist es so wichtig, sich hier auch auf die Details einzulassen. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, bei den Verteilungsforschern, und die finden Sie im Wesentlichen hier am DIW in Berlin, Kollege Grabka, Sie finden den IFO, Herr Peichel und Frau Nihus bei uns, darüber überhaupt gar keinen Dissens, dass dies so ist. Zweite Frage, Vermögenskonzentration. Sozioökonomische Panel weist dies aus. Das DIW hat in einem jüngsten Wochenbericht für 2017 den Wert 56% benannt. Ich habe den hier nicht mit reingenommen, weil wir noch nicht prüfen konnten, ob das die gleiche Abgrenzung ist. Aber auch hier sehen Sie zunächst einmal keine Dramatik in der Bewegung. Das gilt auch, wenn man die privaten Haushalte anschaut, hier aus der Bundesbank-Statistik. Auch hier haben wir keine bis zum aktuellen Rand Entwicklungen, die eine Verschärfung der Situation beschreiben. Wenn man hinzurechnet, und das ist immer das Problem, wir haben natürlich in all den Erhebungen, die Superreichen melden sich nicht, ja, nicht gerade in den Statistiken erfasst. Wir haben auch in den Steuerstatistiken immer das Problem, dass sie dann so wenig Fälle haben, dass das anonymisiert werden muss, dass es nicht entsprechend umgesetzt werden kann. Also wir wissen über die Superreichen eigentlich relativ wenig. Ja, und insofern macht man Hinzuschätzungen. Und Sie sehen aber an diesen Hinzuschätzungen, dass das schon dann ein erheblicher Effekt ist, dass unten diese Linie ist, das, was im SÖP für die Superreichen als Anteil am Gesamtvermögen, also die Top 1, das ist etwa 20-21%, wenn Sie hinzurechnen, kommen Sie auf 30%. Das heißt, es ist schon ein erheblicher Teil, der dort bei den Superreichen liegt, aber der sich auch nicht wirklich verändert hat. Dritte Frage, steigt in Deutschland die Armut? Nun, auch das ist eine spannende Frage, die man letztlich immer mit einer Bewertung versehen muss. Wir stellen immer wieder fest, Ende der 90er Jahre verändert sich was in diesem Land. 2005 bricht aber diese dynamische Veränderung Gott sei Dank ab. Sie stabilisiert sich und hat dann Schwankungen, die der Finanzkrise geschuldet sind.
die natürlich auch Globalisierungsdynamiken geschuldet sind. Sie kennen auch alle sicherlich von Branko Milanovic dieses Bild, dass wir durch die Globalisierungsfortschritt, er beschreibt das ja mit diesem Verlaufsbild des Elefanten, dem Rüssel entlang, dass sozusagen die geringsten Zuwächse bei den mittleren Einkommen in den entwickelten Volkswirtschaften sind, die größten Zuwächse bei den nachholenden Volkswirtschaften und wieder ganz vorne, deswegen der Rüssel nach vorne zeigt, bei den ganz Reichen, dass dies natürlich in der Phase auch zu nennen ist. Deswegen kann man nicht einfach sagen, wir hatten gute Konjunktur. Ja, aber wir hatten auch Globalisierungsintensivierung, wir hatten auch Digitalisierung. Das heißt, wir haben auch Prozesse, die für sich genommen ja erst einmal etablierte Positionen auch streitig machen. Jede Globalisierung heißt, eine Fernbeeinflussung nimmt zu, etablierte Positionen werden bestritten. Und die Digitalisierung über die Bestreitung von etablierten Geschäftsmodellen hat letztlich auch für Arbeitsplätze die gleiche Bewandtnis. Deswegen finde ich schon ganz wichtig, dass man das entsprechend differenziert. Wir haben dann hier nochmal reingenommen, auch Mikrozensus und wieder EU-Silk. Und Sie sehen, das sind, also wenn man jetzt noch das Migrationsthema hinzunimmt, sind das eigentlich Seitwärtsbewegungen. Dass diese Daten uns zum Teil keine konsistenten Ergebnisse liefern, wird an einem kurzen Vergleich deutlich. Wenn Sie fragen, wie ist die Armutsgefährdungsquote insgesamt und wie ist sie für Junge und für Alte, dann sagt das SÖP insgesamt 16,7 im letzten Erhebungsjahr, für Kinder 23,2, für Ältere 12,4. Also bei Kindern habe ich ein größeres Problem als bei den Älteren. Der Mikrozensus sagt 15,5 die gesamte Gesellschaft, 20,1 für Kinder bis 18 Jahren, 14,7 Armutsgefährdungsquote für Menschen über 65. Und jetzt kommt's, EU-Silk sagt 16% insgesamt, das liegt noch in dieser Range, 14,5 für Kinder unter 18 Jahren, aber 18,2 für Ältere über 65 Jahren. Was uns das einfach zeigt ist, nicht, dass die Dinge unwichtig sind, aber wir müssen in die Details reinschauen, was passiert eigentlich, was wird gemessen. Bei EU-Silk werden die selbstgenutzten Wohnungen nicht zugewiesen. Gerade Ältere haben aber in erheblichem Maße selbstgenutzten Wohnraum, viel mehr als Jüngere. Das entspricht ja auch dem Lebenszyklusverlauf. Also auch so etwas ist wichtig, weil wir reden ja am Ende über politische Antworten auf diese Situation, sonst werden wir keine passenden Antworten finden. Die Gruppen mit erhöhter Armutsgefährdung, Ostdeutschland ist erwähnt worden, alleinlebend und alleinerziehend, aber auch Haushalte mit drei und mehr Kindern. Also das Mehrkind-Familienthema, da könnte man beispielsweise über eine andere Staffelung des Kindergeldes nachdenken, was lange nicht gemacht wurde, ist auch etwas, was hier mit hineingehört, bisher nicht erwähnt wurde. Arbeitslose haben ein hohes Armutsgefährdungsthema und Menschen mit direktem Migrationshintergrund, das ist doppelt so hoch bei Menschen gegenüber den Menschen ohne Migrationshintergrund. Übrigens haben auch Kollegen Salz und Höhne vom WSI darauf hingewiesen, dass der Anstieg der Armutsgefährdung ab dem Jahr 2011 stark mit der gestiegenen Zuwanderung und Flüchtlingsmigration nach Deutschland zusammenhängt. Dabei ist es ja nicht so, dass es immer dasselbe ist. Man kann das auch anders sehen als eben beschrieben. Die reale Armutsgefährdungsschwelle steigt natürlich, weil insgesamt die Einkommen steigen. Das heißt, ein 2016 als arm gemessener hat ein anderes Einkommen als jemand, der 2005 in dieser Größe zugeordnet ist. Und das ist deshalb wichtig, weil wir hier über relative Einkommensgrößen reden. Wir reden nicht über das, was eigentlich Amartya Sen ja mit im Blick hatte, mit seinen strukturellen Betrachtungen von Ressourcenfaktoren, von Verfügbarkeit von Faktoren für ein gestaltendes, für ein gelingendes Leben. Das sind nämlich dann auch absolute Größen, die gehen hier nicht mit rein. Vierte und vorletzte Frage, steigt der Anteil atypischer und prekärer Beschäftigung? Ich habe eben kurz mit Herrn Körzel uns, weil es die Frage zur Produktivität kam, man kann sagen, dass in den letzten 5, 6 Jahren doch in erheblichem Maße in der Trendlinie der Produktivität auch die Tarifverträge sich bewegt haben. Wir haben halt ja nicht die Superproduktivitätsentwicklung, wir haben in allen großen Volkswirtschaften und zwar säkular einen Rückgang der Produktivitätstrends. Das ist ja auch ein Thema, was in beispielsweise Stichwort säkulare Stagnation von Larry Summers und anderen diskutiert wird. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber es gilt auch, dass die Lohnquote wieder das Niveau von 1991 erreicht hat. Also es gibt zwei Abbrecher, aber im Grunde, wenn Sie sich in der Stelle anschauen, und das zeigt ja auch, dass der Aufbau von Beschäftigung auch mit einem Anstieg von guten Löhnen verbunden war. Und anders können Sie auch nicht erklären, dass der Staatshaushalt im Ausgleich ist. Der Unterschied zu uns und Großbritannien ist ganz spannend. Wir haben die gleiche BIP-Entwicklung seit der Krise 2011, aber wir haben seit 2012 einen ausgeglichenen Staatshaushalt, die Briten immer noch nicht. Woran liegt das? Der Medianlohn, der mittlere Lohn in Großbritannien ist gesunken, bei uns nicht.
Und das ganz Spannende, was ich mir dann auch in der ganzen Schuldenbremsendiskussion mir angeschaut habe und dann erstmal sehr deutlich wurde, ist, wir hatten noch nie ein so hohes reales Steuereinkommen pro Kopf, Aufkommen pro Kopf wie derzeit. Das war aber lange Zeit relativ stabil, 4.300 Euro pro Kopf, alle Einwohner berechnet. Wir sind heute bei 6.100 Euro. Das heißt also, die Einkommenssteigerung ist eine entsprechende deutliche gewesen. Es war also keine Ausbau des Prekären. Das sehen wir übrigens auch hier. Normalarbeit, Sie sehen diese grüne Linie, bewegt sich, ist bis 2004 nach unten gegangen, bewegt sich seitdem wieder nach oben und ist nahezu wieder bei den 27 Millionen. Die Teilzeit ist bis 2005/06 angestiegen, das ist etwa stabil bei 5 Millionen. Wir haben Befristete, wir haben Leih- und Zeitarbeit und Minijobs. Sie sehen, die sind alle etwa seit Mitte des letzten Jahrzehnts, also seit gut einer Dekade, leicht im Sinkflug. Meine fünfte und letzte Frage, bin ich in der Zeit? Ist okay? Nicht ganz, aber die letzte Frage ist ja auch ein guter Hinweis. Hat Deutschland eine geringe soziale Mobilität? Das kann man in verschiedenen Betrachtungen anschauen. Einmal kennen Sie all die Debatte, dass bei uns vermeintlich sehr hoch das Elternhaus den Erfolg der Kinder beeinflusst. Tatsächlich ist bei uns die Quote 30%. Sie ist in Skandinavien mit etwa gut 20% ein Stück niedriger. Aber die Quote der Determination des eigenen Erfolgs durch den Elternhaushalt liegt in Großbritannien, Frankreich und den USA bei 50%. Also, ne, das sind die Angelsächsen, aber auch in Frankreich haben wir das. Das heißt, wir liegen da irgendwo dazwischen. Was wir hier sehen ist, dass wenn man über die Geburtsjahrgänge schaut, das ist unten aufgeführt, 1950 bis 84, wo sind sozusagen die Personen verglichen, landet mit dem Einkommen ihrer Eltern, und Sie sehen, dass ein ganz großer Teil, nämlich 70%, ein höheres Einkommen erzielen als das der Eltern. Insofern ist, glaube ich, das grundsätzliche Versprechen der sozialen Marktwirtschaft hier auch ganz gut abgebildet. Die letzte Frage, die bleibt, was folgt aus alledem, was tun wir? Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir halt nicht mehr mit 5,3 Millionen registrierten Arbeitslosen uns auseinanderzusetzen haben, sondern 2 Millionen. Wo es selbst gelungen ist, im Bereich des Hartz-IV-Segments, also des ALG II, deutliche Rückgänge zu erzielen. Das wird aber mühsamer, deswegen wäre meine erste Antwort, wir müssen genau dort ansetzen. Wir brauchen spezifische Antworten für immer spezifische Herausforderungen. Zweitens bleibt das Bildungsthema, ohne Zweifel. Frühkindliche Bildung ist ein Hebel. Wir haben nichts mehr übrig von der Bildungsrepublik. Ist damals 2008 bei einem beschlossen worden, dass wir die Sprachstandserhebung zum 4. Geburtstag machen. Ich halte das für zentral, weil wir können nicht nach hinten die Schulpflicht beliebig verlängern, also nach vorne in die Kindheit hinein, über Kindergartenpflicht. Aber eine Sprachstandserhebung würde deutlich machen, und da liegen die Mängel, dass wir Menschen dann in eine ganz andere, sehr früh, nämlich am 5. Lebensjahr, in eine andere intensive Bildungsansprache bringen können. Drittens ist es Erwerbstätigkeit, ist Erwerbstätigkeit, ist Erwerbstätigkeit. Und viertens und letztens, ich würde sehr dafür werben wollen, unser System der sozialen Sicherung nicht schlecht zu reden. Es kann immer alles besser werden, aber wir haben ein hohes Maß der Effektivität der Minderung der Armutsgefährdung. Wir haben eine Grundstruktur, die handlungsfähig ist, die keine Systemfragen im Grundsätzlichen stellt, die aber sozusagen auch flexibel ist, mit der wir dann auch in der Digitalisierung und in dieser veränderten Marktdynamik durch Globalisierung umgehen können. Deswegen bei aller Reform, die immer auch notwendig ist, wenn wir sozusagen etwas skandalisieren, was am Ende uns alle selbst in Frage stellt, müssen wir uns fragen, was haben wir alle gemeinsam getan, was haben wir alle gemeinsam gekonnt in der Entwicklung dieses Sozialsicherungssystems in der Breite. Und da glaube ich, dass es in der Tat verglichen mit vielen anderen Möglichkeiten ganz gut aufgestellt. Das heißt nicht, dass wir nichts zu tun hätten, aber das gehört für mich auch dazu. Vielen Dank. Das ein oder andere sicherlich zu besprechen haben. Vielen Dank, Herr Professor Hüther. Wir freuen uns jetzt auf Professor Dr. Peter Bofinger. Ich sagte schon, Universität Würzburg war von 2004 bis 2019 Mitglied der Wirtschaftsweisen und das am längsten amtierende Mitglied in der Geschichte des Sachverständigenrats. Das auch noch. Dabei war sich sozusagen auch nicht zu fein, ein paar Minderheitsvoten durchaus zu formulieren, wie zum Beispiel bei der Einführung des Mindestlohns. Und er sagt, der Sachverständigenrat ist so eine Art Stiftung Warntest für die Wirtschaftspolitik. Wie seine Einschätzung aussieht, das werden wir jetzt gleich erleben, wenn die Technik funktioniert. Ihnen
Der technische Hilfsdienst kommt sozusagen. Wunderbar, es geht los. Okay. Herr Professor Bufinger. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich werde deutlich kürzer sein, als der Herr Hüter bei mir gesagt hat. Ich soll mich kurz fassen. Aber das macht ja nichts. Da kommen wir im Durchschnitt mit der Zeit wieder hin. Also gerecht ist besser. Ein Chart, den Sie jetzt die ganze Zeit gesehen haben, ist dieser Gini-Koeffizient, diese blaue Linie. Und ich glaube, was man einfach jetzt, über die Zahl kann man sich ja nicht sehr streiten. Man kann jetzt fragen, 2016 geht das ein bisschen mehr rauf oder runter. Was ich eigentlich spannend finde, was bisher jetzt auch nicht so richtig kam, ist, warum war denn 2005 die Ungleichheit so hoch? Ja, weil wir 5 Millionen Arbeitslose hatten. Das heißt, das war ja ein Extremzustand. Und den jetzt vorzuschreiben, sagen ja, heute ist es genauso wie 2005, das ist doch völlig unangemessen. Sondern man muss doch sehen, die Arbeitslosigkeit ist von 5 Millionen jetzt auf 2,5 oder sowas runtergegangen. Und dieser Gini ist gleich geblieben. Das ist doch das Problem. Ja, also man sagt, da ist jetzt nichts passiert, was ein bisschen so jetzt Ihre Position oder ein bisschen angestiegen. Nein, man müsste doch erwarten, wenn wir diese Beschäftigungsentwicklung haben, die Menschen alle wieder in Jobs kommen, dass die Ungleichheit massiv zurückgeht. Und das ist nicht passiert. Und das ist das Problem. Deswegen finde ich also die ganze Diskussion jetzt an diesen Verästelungen, dass man ein bisschen rauf oder runter, ein bisschen hin oder her geht, finde ich völlig deplatziert. Sondern der Punkt ist, wir haben, bei 5 Millionen Arbeitslosigkeit ist natürlich, die Leute haben ja kein Arbeitseinkommen, sondern nur jetzt hier Arbeitslosengeld. Natürlich ist dann die Ungleichheit massiv. Und diese ganze Beschäftigungsentwicklung, die ja eindrucksvoll ist, wer wieder das so dargestellt hat, ist ja fantastisch, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt hat, hat überhaupt nichts dran geändert. Und das ist das Problem. Und deswegen meine ich, würde ich dafür abraten, jetzt sich da an diesen Aufs und Abs mal ein bisschen hin, mal ein bisschen näher, sondern eigentlich müssen wir warten, dass es massiv zurückgeht und das nicht passiert. Und deswegen ist das Jahr 2005 eigentlich ein völlig deplatziertes Jahr für die ganzen Vergleiche. Das war ein absolutes Ausnahmejahr. Deswegen meine ich, sollte man da ruhig ein bisschen mutiger rangehen. Ja, und sich nicht einfach auf diese 2,5 fixieren lassen und von da anfangen fortzuschreiben, sondern muss sagen, das war die Ausnahme, das war ein Problem. Und dieser Problemzustand ist jetzt einfach geblieben. Und das ist das Problem. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da jetzt sich nicht so an diesen Zacken da, ob die jetzt ein bisschen rauf oder runter gehen, fixiert. Und sicher, was wenn man jetzt einfach mal von dem Gini ein bisschen weggeht, das ist ein bisschen auch die Frage jetzt, die gestellt wurde, wie sieht es eigentlich aus mit der Produktivität. Wenn wir jetzt einfach mal die Einkommensentwicklung angucken, die Medianeinkommensentwicklung angucken und vergleichen die mit dem Bruttoinlandsprodukt, die Erwerbstätigen, also die orangene Linie, sieht man schon, dass wir über lange Phasen einfach eine Einkommensentwicklung haben, die hinter der Produktivität zurückgeblieben ist. Und noch stärker, jetzt auch hinter, wenn man jetzt noch das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nimmt, ist das auch nochmal weiter zurückgeblieben. Das heißt also, insgesamt ist die Einkommensentwicklung jetzt über lange Phasen jetzt im Aggregat eben viel zu schwach gewesen. Und zwar nicht nur, also das eben jetzt bis 2013, von 1999 bis 2013 ist das Medianeinkommen nicht gestiegen. Das heißt also, die Problematik ging eigentlich über 2005 raus. Jetzt am Schluss, das ist ja, sieht man jetzt in allen Zahlen ganz klar am aktuellen Rand, hat sich einiges jetzt verbessert. Keine Frage. Ich meine, wir haben stärkere Lohnentwicklung. Ich denke, wenn man jetzt das noch weiter ausziehen würde, würde man das noch stärker sehen. Und wenn man jetzt über die Einkommensungleichheit spricht und das Problem der Einkommensungleichheit, glaube ich, ist auch wichtig, dass man jetzt hier auch noch einen Faktor im Spiel hat, der jetzt in diesen Verteilungsrechnungen nicht so drin ist, dass eben jetzt gerade Geringverdiener von dem Einkommen, das sie haben, eben deutlich höheren Anteil für das Wohnen aufbringen müssen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist deren Problem, sollen sie kleinere Wohnungen nehmen oder so. Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht so die richtige Lösung. Und das ist eine Untersuchung von Herrn Dustmann, die eben zeigen, dass das jetzt, und zwar durchgängig, die gehen jetzt bis 2013 oder so, dass durchgängig die Belastung der niedrigen Einkommen mit Mieten gestiegen ist. Und natürlich dann jetzt nicht nur gefühlt, sondern real, das, was im Einkommen noch sonst fürs Leben da ist, eben einfach zurückgegangen. Und das ist ja auch nochmal ein Problem, dass jetzt über diese 2005-Schwelle rausgeht. Ja, wo man sagt, da hat sich was ungünstig entwickelt für die Menschen mit geringem Einkommen. So, wenn man dann jetzt über die Verteilung des Einkommens spricht, muss man sehen, dass es nicht nur auf die Verteilung ankommt, sondern auf den Einkommensstrom insgesamt.
der auf die privaten Haushalte entfallen ist. Und das ist ein ganz spannender Chart, finde ich jedenfalls. Wenn man jetzt mal guckt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Anteil der Haushaltseinkommen am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Und dann stellt man fest, das ist ein durchkontinuierlicher Prozess des Rückgangs, der sich übrigens auch im privaten Verbrauch spiegelt. Ja, das ist ein Chart, der eigentlich wenig Beachtung findet. Also obwohl wir jetzt diese guten Jahre hatten, sieht man bis zum aktuellen Rand durchgängiger Rückgang der Haushaltseinkommen, und zwar um mehrere Prozentpunkte, und durchgängiger Rückgang des Konsums. Ja, ein Chart, der wenig bekannt ist, hat auch was mit unserem Leistungsbilanzüberschuss zu tun, dass also nicht nur jetzt zu wenig investiert wird oder der Staat zu wenig ausgibt oder zu wenig investiert, sondern es fehlt am privaten Verbrauch. Und das liegt daran, dass die Haushaltseinkommen zurückgehen. Und eine Gegenposition dieser Haushaltseinkommen sind eben die Einkommen jetzt im Unternehmenssektor. Wir haben eben, das IWF hat das ja auch jetzt vor kurzem präsentiert, wir haben eben viele mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, die enorme nicht ausgeschüttete Gewinne haben. Und das ist natürlich, geht natürlich nicht in das SÖP rein. Also wenn ich jetzt so einen erfolgreichen Familienunternehmer frage, sag mal, was verdienst du eigentlich? Ja, selbst wenn der ehrlich ist und sagt, das, was er sich so rausnimmt, also was er als Entnahme hat, ist sein Einkommen, aber dass natürlich sein Familienunternehmen riesige Gewinne macht und Gewinne speichert, das kommt da gar nicht rein. Und ich würde sagen, das spiegelt sich ja teilweise jedenfalls in diesem Chart. Wenn man jetzt diese linke Linie aufsplittet in die Komponenten der Einkommen, auch ganz spannend, dann sieht man zum einen natürlich diese extreme Lohnzurückhaltung, das heißt also die Arbeitnehmerentgelte sind richtig weggesackt, das heißt, haben die Arbeitnehmer einfach extrem schlecht, extrem schlecht positioniert, man sieht dieses Wegsacken, und natürlich ist der Anteil immer noch niedriger als Anfang der 90er Jahre. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wieder auf dem Niveau der 90er Jahre sind, wir sehen dieses Riesental, das in dieser Lohnzurückhaltungsphase stattgefunden hat. Und dann haben wir zwei spannende Entwicklungen. Das eine ist der rückläufige Anteil der Kapitaleinkommen, also diese graue Linie. Da spiegelt sich zum einen, dass die Zinsen relativ, die Zinseinnahmen zurückgehen. Also die Niedrigzinspolitik sieht man schon. Ich finde die Politik gut, abgesehen davon, aber nur mal jetzt, also Korrelat dieser Politik ist jetzt einfach, dass man sieht, diese Kapitaleinkünfte gehen zurück, wobei das jetzt auch teilweise die Ausschüttungspolitik der Kapitalgesellschaften ist, die eben einfach jetzt ihre Gewinne nicht ausgeschüttet haben. Und das andere ist eben, das finde ich auch ganz spannend, müsste man noch mal ein bisschen drüber nachdenken, diese blaue Linie, eigentlich auch recht eindrucksvoll, das ist der Rückgang des Anteils der Selbstständigen am Bruttoinlandsprodukt. Und da ist die Frage, ob das nicht auch die ganze Scheinselbstständigkeit ist, ob das Leute sind, die jetzt irgendwie sich als Selbstständige über die Runden bringen müssen und die dann auch einen geringeren Einkommensanteil haben. Das fand ich auch ganz spannend jetzt an diesem Chart, also diese blaue Linie, die doch so einen ziemlichen Trend nach unten hat, wo man eigentlich denken müsste, ist eher umgekehrt, es werden mehr Leute selbstständig, also rein zahlenmäßig steigt, dass man sieht diesen starken Rückgang. Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Befund, der eben jetzt in diesen Genies nicht drin ist, weil der Genie nimmt ja nur, was das ganze Ding ist, was auf die Haushaltseinkommen guckt, wie das verteilt ist, aber wenn der ganze Strom sich rückläufig entwickelt, ist das natürlich nochmal ein extra Problem. Das muss man einfach, also bei lauter Verteilungsgucken ist ganz gut mal zu gucken, was landet denn insgesamt bei den Haushalten. Dann wurde noch ganz kurz die Frage der Lohnentwicklung. Ich habe das im einen Chart schon ein bisschen gezeigt. Da meine ich, wie müsste man sich das vorstellen, wenn wir jetzt wollen, dass die EZB ihr Inflationsziel, was ich jetzt einfach mal etwas vereinfacht mit 1,9% hier angesetzt habe. Mein Kollege Volker Wieland hat mit komplexen Methoden rausgekriegt, dass 1,75 ist, aber das wäre jetzt auch egal. Jedenfalls, wenn wir wollen, dass wir im Euroraum eine Inflationsrate haben, die dem Inflationsziel der EZB entspricht, dann müssen die Lohnstückkosten im Euroraum genau um diese 1,9% steigen. Und wenn man das jetzt einfach mal auf Deutschland anwendet, sieht man, naja, also lange Phasen war das drunter. Und was ganz spannend ist, ich habe das mal auf 2010 normiert, dann sieht man, das war, wenn man das kumuliert, jetzt auf 2010, lag das lang drunter, jetzt ganz am aktuellen Rand, steigen die Lohnstückkosten, weil die Produktivität zu schwach ist. Im Jahr 2019 haben wir extrem schwache Produktivitätsentwicklung, relativ gute Lohnentwicklung, und deswegen sieht man da am aktuellen Rand dieses Anstieg. Aber wir sehen jetzt für den ganzen Zeitraum 2010 bis 2019, dass man sagt, naja, insgesamt
passen die Lohnstückkosten zu dem, was jetzt zum Inflationsziel der EZB passt. Das ist alles prima, ist aber nicht prima, weil wenn wir wollen, dass im Euroraum insgesamt im Durchschnitt 1,9% kommt, dann muss auch einer drüber sein. Na, und wer sollte das sein, wenn nicht Deutschland? Und wenn der Best Performer, gut, das ist jetzt fast vorbei, aber jetzt immerhin in diesen Jahren, wo wir Best Performer waren, wenn der Best Performer eher drunter bleibt und die anderen natürlich unterhalb des Best Performers bleiben müssen, weil es ihnen nicht so gut geht, muss man sich nicht wundern, dass im Euroraum nicht die Inflation hinkriegt, dass der arme Draghi dann Kopfstände macht und das nicht funktioniert. Deswegen meine ich, ist also auch jetzt hier, wenn man die Gesamtentwicklung anguckt, muss man sagen, dass das war eigentlich zu wenig, was da an Lohnentwicklung da war. Das sieht man jetzt auch wieder nicht in der Verteilung, sondern das ist eben das Gesamtaggregat, was einfach zu schwach gelaufen ist und was eigentlich dann, wie gesagt, auch was ich dann auch problematisch finde, wenn man den Herrn Draghi kritisiert, gerade in Deutschland, von Deutschland aus, wo wir in Deutschland einen Schlüssel in der Hand gehabt hätten, jetzt ihn da aus dem Ding rauszuführen. Wer sonst? Ja, kein anderes Land hätte jetzt von seiner Bedeutung her das hingekriegt. So was kann man machen. Wie kann man jetzt versuchen, die Einkommensentwicklung wieder die Ungleichheit auch unter das Niveau von 2500 zu kriegen? Das wäre auch ganz nett. Also wir wollen jetzt wieder das Krisenniveau die Ungleichheit bringen. Und da würde ich sagen, ein klare Maßnahme ist der Mindestlohn. Und soll das heißen, nicht Mindestlohn, du Effektivlohn, es soll Mindestlohn und Effektivlohn heißen. Die reden nicht miteinander. Aber es macht nichts. Also Mindestlohn, du Effektivlohn, nein, das ist keine literarische Form jetzt irgendwie. Die reden wenig. Das Problem ist, dass sie eigentlich zu wenig miteinander reden, die beiden. Und was man halt sieht, ist jetzt einfach, der Mindestlohn ist eben deutlich unter den Effektivlöhnen zurückgeblieben. Und ich meine, bei der sehr, sehr guten Beschäftigungsentwicklung nach Einführung des Mindestlohns, meine ich, wäre da ein deutliches Potenzial gewesen, eigentlich den Mindestlohn stärker anzuheben. Es ist viel zu wenig und für mich wäre hier das Modell Großbritanniens ganz gut. Die haben ja den Mindestlohn eingeführt, hatten dann eine Low-Pay-Commission und die hat dann nach der direkten Einführung gesagt, so jetzt stellen wir fest, das war eher ein bisschen zu wenig, lass uns jetzt also mal über ein paar Jahre den Mindestlohn stärker steigen als die allgemeine Lohnentwicklung. Und das wäre eine ganz wichtige Maßnahme, hier mehr zu tun. Und ich verstehe es auch nicht so ganz, wieso man jetzt diese Mindestlohnentwicklung so schwach hat. Wir sehen ja, bis 2018 hat der Mindestlohn gerade mal die Inflationsentwicklung gerade mal ausgeglichen, nicht mehr. Ja, und jetzt im Augenblick ist es auch noch ein bisschen besser, weil die Inflationsentwicklung schwächer ausfällt, als man eigentlich bei der Mindestlohnfestlegung das gedacht hat. Also ich würde sagen, Mindestlohn ist ein ganz effektiver Hebel, weil so viele Hebel haben wir nicht. Und ein zweiter Hebel, den ich wichtig fände, ist eben jetzt die Einkommensteuer. Das ist ein schöner Chart, stammt vom IW, wo einfach die Einkommensteuerbelastung jetzt genommen wird für unterschiedliche Steuertarife, wobei jetzt die Einkommen inflationsbereinigt sind, sodass man es schön vergleichen kann. Also sehr schöne, lobenswerte Statistik des IW. Es gibt ja auch viele, viele gute, viele spannende und interessante Publikationen des IW grundsätzlich. Nee, das meine ich jetzt ernst, das weiß ich nicht, das meine ich absolut, absolut ernst. Wirklich. Und was man halt sieht, ist, dass wir jetzt der aktuelle Steuertarif in der Geschichte Deutschlands einer der niedrigsten ist. Und da muss man sagen, das geht doch genau in die falsche Richtung. Denn wenn wir wissen, dass Globalisierung Wohlstand insgesamt mehr, dass aber tendenziell die Leute mit höherer Qualifikation, die Kapitaleinkommensbezieher, dass sie eher begünstigt werden und die Leute mit geringer Qualifikation von der Globalisierung eher benachteiligt werden, müsste man sagen, wenn man diese Kompensation richtig hinkriegt, braucht man in so einem Globalisierungsumfeld höhere Steuern, damit man den Gewinnern ein bisschen mehr abnimmt, dass die nicht so gewinnen, auch was kriegen. Deswegen würde ich sagen, ist eigentlich dieser Steuertarif, den wir haben, geht genau die Gegenrichtung. Man müsste eigentlich sagen, mit der Globalisierung muss man den höheren Steuersatz haben und nicht den niedriger. Na, und da würde ich auch sagen, ist das ein wichtiger Ansatzpunkt. Und bei Helmut Kohl hatten wir 57% Spitzensteuersatz, im Jahr, glaube ich, 1997, wenn man alles dazu rechnet. Das ging auch.
war sogar die FDP mit an der Regierung. Also von daher meine ich, sollte man da schon mal drüber nachdenken, ob man nicht einfach jetzt höhere Steuersätze hat. Das muss ja jetzt nicht in diesem Bereich sein von 50.000 Euro oder so, aber man kann in diese höheren, man sieht das ja auch ganz schön an diesen alten Steuertarifen, die sehr viel kontinuierlicher gehen, die nicht so früh abgeschnitten haben, sondern die quasi kontinuierlich nach oben gehen. Und ich denke, das müsste auch das Modell sein für einen Steuertarif, jetzt, wenn man das mal vernünftig machen würde. Okay, vielen Dank. Aber bitte nicht verletzen. So, also, dass Helmut Kohl auch noch mal, wie er heute ihn erwähnen würde, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, vermutige Steuerpolitik. Sie müssen, wenn Sie sprechen und Sie möchten, dass alle Sie verstehen, müssen Sie immer das Mikrofon in die Hand nehmen. Dafür haben Sie auch beide ein eigenes. Ja, vielen Dank für... Wir arbeiten noch an der Sicherheit, glaube ich. Sonst muss wirklich nachher noch der technische Hilfsdienst kommen. Wir können uns natürlich jetzt wir können uns in eine Zahlenschlacht begeben und jetzt nochmal alle Graphen irgendwie gegeneinander so zerhalten. Das müssen wir nicht, genau. Die spannende Frage ist ja sozusagen, dass Sie ja gar nicht so unterschiedliches Datenmaterial haben, zu einer unterschiedlichen Bewertung kommen. Die erste Frage an Sie wäre, wann ist eigentlich aus Ihrer Sicht Ungleichheit, und Frau Spannagel hat es vorhin, glaube ich, gesagt, zu groß? Also was sind eigentlich sozusagen Ihre wissenschaftlichen Bewertungskriterien, wann Sie sagen, wann ist Ungleichheit eigentlich ungut für die Wirtschaft, für die Gesellschaft? Wann würden Sie die Alarmfahne schwenken? Vielleicht, Herr Professor Dütze. Also wenn wir mit der Definition von Herrn Radil, geschätzten Kollegen aus Mainz, arbeitet, oder die sich ja irgendwie auch spiegelt in der dynamischen Form in dem, was Amartya Sen gesagt hat, dann geht es ja um die Befähigung zum sozial relevanten Leben, also zu einem Leben in einem gesellschaftlichen Kontext. Und insofern gibt es da natürlich keine klaren Grenzen, aber was wir aus internationalen Vergleichen ableiten können, gibt es natürlich schon auch ein Trade-off, nämlich dann, wenn die Einkommenssituation so schlecht ist, dass gar keine Chance besteht mehr. Also wenn beispielsweise im internationalen Vergleich man rausfindet, Jahreseinkommen unter 9.000 Euro pro Kopf, dann haben Sie einen negativen Zusammenhang, weil in einer solchen Situation sozusagen meistens auch Institutionen damit verbunden sind, die ein nach oben weisendes Bildungssystem nicht ermöglichen und so weiter. Das heißt, Sie brauchen natürlich eine Ausstattung des Staates für die Erfüllung der öffentlichen Güter. Und das ist im Wesentlichen Bildung. Das ist die Frage der Infrastruktur, die ja letztlich auch bedeutet, dass wir uns im Raum gemeinsam miteinander auseinandersetzen können. Damit aber auch Raumstrukturen entstehen. Also Infrastruktur heißt für mich indirekt auch, damit entstehen natürlich Perspektiven, wo werden Wohnungen gebaut, wo werden nicht gebaut. Das ist völlig klar. Wenn wir über Berlin reden, haben wir immer noch nicht das Verkehrsnetz, das es vor dem Krieg gab. Also um die Umliegenden einzubinden, und das hätte ganz andere Möglichkeiten. So, das heißt, insofern sind wir aber in Deutschland nicht in einer Situation, wo diese Entwicklung vergleichbar ist, sondern wo wir eine hohe gesellschaftliche Kohäsion haben. Das zeigen auch die Daten des Freiwilligen-Survey, in welchem Maße Menschen sich für diese Gesellschaft freiwillig einsetzen. Der steigt kontinuierlich seit dem ersten Freiwilligen-Survey an. Das ist über alle Altersgruppen. Das ist auch ganz, ganz spannend. Da haben wir noch eine kleine West-Ost-Unterscheidung, weil in Ostdeutschland das nicht so gelernt war mit dem bürgerschaftlichen Engagement. Aber das ist für mich so ein Indikator, wie sich die Gesellschaft sich auf sich selbst wendet und miteinander ins Benehmen tritt, auch anderen Menschen Chancen schafft. So. Und deswegen sind es am Ende konkrete Fragen. Also nochmal zu meiner Aussage, spezifische Antworten für spezifische Problemlagen. Ja, ich glaube, das kann man jetzt nicht objektiv fassen, sondern das ist eben ja mehrdimensional, wie das Herr Hüther auch schon gesagt hat. Ich meine, wichtig ist quasi die Teilhabe jetzt am Bildungssystem, die Teilhabe an einem Gesundheitssystem, wie er das sagt, die Frage der Infrastruktur, die Frage der sozialen Absicherung. Und wenn man das, glaube ich, jetzt im europäischen und internationalen Vergleich sieht, muss man sagen, liegen wir da in Deutschland so schlecht nicht. Ich meine, der Gini nach Umverteilung ist eben eher im unteren Drittel, also jetzt nicht irgendwie auffällig. Der Gini ist auffällig vor der Umverteilung. Also Deutschland hat schon deutlich höher. Also wir sind bei den Markteinkommen, ist der Gini schon deutlich höher, da liegen wir eher so in der oberen Hälfte, und nach der Umverteilung liegen wir so im unteren Drittel. Das heißt also, das funktioniert schon einigermaßen, dieses System. Und was man natürlich schon auch sagen muss, wir haben jetzt ein Bildungssystem, das
kostenlos ist, das für alle offen steht. Wir haben ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Und wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, wenn man in den angelsächsischen Bereich kommt, glaube ich, muss man sagen, so schlecht ist das nicht. Also man sollte jetzt nicht die Dinge schlecht reden. Was ich einfach wichtig finde, ist, dass jetzt so ein Wirtschaftsmodell nur dann akzeptiert wird, wenn die Menschen auch erfahren, dass der Wohlstand bei ihnen irgendwie ankommt. Ja, also ich meine, diese Stagnation, die man da sieht in den Zahlen, dass man über Jahre und fast anderthalb Jahrzehnte hinweg, dass die Einkommen nicht steigen für die Median. Und wenn man auf die 140% kommt, ist das noch ungünstiger. Das heißt also, wenn die Menschen dieses Wirtschaftssystem nicht mehr als etwas erfahren, wo sie auch am Wohlstand partizipieren, wo bei ihnen auch mehr ankommt, dann wird einfach das System in Frage gestellt. Ich glaube, das ist die Gefahr. Ich meine, das eine ist quasi die Absicherung, wenn ich krank bin, dass meine Kinder in die Schule gehen können, aber wenn ich das Gefühl habe, da kommt nichts mehr bei mir rüber, dann ist das, glaube ich, ein Problem. In den USA ist das ja besonders ausgeprägt, da ist ja der reale Stundenlohn heute ist auf dem Niveau von 1978. Ja. Und dass die Leute unzufrieden wären, und ich glaube, das ist eher so die Problematik, dass dann einfach auch populistische Parteien Unterstützung finden, weil, und auch dass insgesamt auch die Globalisierung in Frage gestellt wird. Das ist ja auch die Gefahr, dass dieses Modell, das von dem Deutschland ja auch in besonderer Weise bisher profitiert hat, dass man sagt, wir sind offen, wir orientieren uns auf den Export und all diese Dinge. Wenn das nicht mehr rüberkommt, glaub, dann ist einfach ein Problem, dass einfach die politische Akzeptanz des Systems verloren geht. Das wäre für mich so mehr eine politische Argumentation. Aber ich warne davor, diesen einfachen Schluss zu ziehen. Ich hätte ja auch gerne eine einfache Antwort für das Aufkommen dieses Populismus, aber es ist halt nicht so. Es ist keine einfache Antwort. Wenn Sie sich allein mal in Deutschland die Wahlkreise anschauen, wo die AfD überproportional Stimmen gewonnen hat, dann finden Sie keine einheitliche Story dafür. Also stimmt das schon mal nicht. Prekarisierung ist kein Erklärungsmuster für die AfD. Das ist, wenn es so wäre, hätten wir vielleicht eine einfache Antwort. Aber wir haben in Baden-Württemberg Wahlkreise mit geringstem Arbeitslosigkeit, höchstem Pro-Kopf-Einkommen und 16,4%. Sie haben in Schwarzwaldtälern mit vergleichbarer mittelständischer Struktur 16% AfD, und Sie haben bei uns in Westfalen eben solche Täler, mittelständisch, gleicher geringe Arbeitslosigkeit und 3% AfD. Das heißt also, das ist heute nicht unsere Debatte, aber ich warne sehr davor, sich hier zu einfach zu machen, denn das führt uns auch in der Verteilungsdebatte nicht weiter. Die Verteilungsdebatte, die wir führen, muss ja die Frage eröffnen, wie bringen wir Menschen, die bisher nicht an dieser Entwicklung so partizipieren, in eine Möglichkeit, das zu tun. Wir stellen erst einmal fest, dass ja mehr Menschen aus dem Niedriglohnsektor nach oben wandern, als wieder zurückwandern. Und dass mehr als Arbeitslosigkeit überhaupt über den Niedriglohnsektor einen Einstieg finden. Und da müssen wir doch an der Stelle ansetzen, wenn uns da die Aufstiegsmobilität als Problem erscheint. Das sind eigentlich die konkreten Themen. Und wir können ja auch nicht wirklich sagen, lieber Bofinger, dass da nichts angekommen ist. Ich meine, Ihre Grafik hat ja auch gezeigt, dass diese blaue Linie der selbstständigen Einkommen und der Entnahmen, also aus unternehmerischer Tätigkeit, ja auch im Anteil gesunken ist. Ja, also ich meine, das dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, da hat es ja nicht jetzt wirklich eine Verdrehung gegeben, sondern wir stellen fest, es ist ja gegen den Trend, das muss man auch mal sagen, auch was ja an Politik gemacht wurde und was ja auch hier in vielen, die im Raum war, wahrscheinlich ganz anders damals bewertet wurde, als ich es vielleicht bewertet habe vor 15 Jahren. Aber es ist etwas in Gang gekommen, was Sie für noch unwahrscheinlicher gehalten hätten als ich. Und wir haben 45 Millionen Erwerbstätige und wir haben einen stabilen Anteil des Normalarbeitsverhältnisses. Das ist doch erstmal eine ganz zentrale Botschaft, dass wir mit dem System arbeiten können. Aber was, nochmal das klarzustellen, ich wurde ja gefragt, wann ich das für problematisch halte. Ja, und genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass bisher hat das ja auch einigermaßen funktioniert, wobei ich jetzt meine Heimatstadt Pforzheim mal als Beispiel nennen kann, Baden-Württemberg, die haben die höchste AfD-Beteiligung und die Wirtschaft läuft aber extrem schlecht. Also ich meine, das muss man auch sagen, Pforzheim ist eine Stadt, die große Probleme hat. Aber das, man sieht ja daran, dass sozusagen die Psychologie der Zahlen eine viel größere Rolle vielleicht spielt, als Sie sich das vielleicht auch manchmal wünschen, sozusagen nicht, dass die reinen Zahlen Erklärung bieten, sondern dass die Psychologie dahinter, also weil wir sprechen ja, Sie haben gesagt, wir sollen uns nicht schlecht reden, sozusagen die Skandalisierung sozusagen auch als Boden für Populismus, was auch immer, und Sie haben im Prinzip gesagt, Deutschland bleibt unterhalb seiner Möglichkeiten, auch im europäischen Vergleich. Und ich meine, in diesem Spektrum bewegen wir uns ja. Ja, also ich denke schon, dass wir deutlich höhere Lohnentwicklung hätten haben können, wo ich das vielleicht nicht gar nicht so beliebt mache.
Frage ist, ob wir das mit derselben Beschäftigung hinbekommen hätten. Die Lohnquote ist schon ein spannender Befund, weil sie ja immer aus zwei Faktoren getrieben wird. Der Menge der Arbeitsstunden und der Arbeitenden, der Beschäftigten und die Löhne. So, und das beschreibt den Anteil, und wir sind wieder da, wo wir 1991 waren. Dazwischen hat es eine enorme Anpassung gegeben. Das sind auch Strukturanpassungen gewesen, die dieser Volkswirtschaft abgerungen wurden durch internationalen Wettbewerb, durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Da war ja der Tiefstand. Ja, bei den Arbeitsentgelten stimmt das eben nicht. Das ist mein Chart, soll ich mal schön machen? Das kann man ganz schön sehen. Das ist nicht die Lohnquote, sondern wenn ich sage, was sind die Arbeitsentgelte? Verehrter Kollege, über Jahrzehnte haben Sie mir die Lohnquote vorgehalten, als sie gesunken ist. Jetzt, wo die mal wieder angestiegen ist, kommen Sie auf einen anderen Indikator. So geht es aber auch. Nein, ich habe auch noch 10 andere Indikatoren dabei. Vielleicht hätte ich mich in die Mitte setzen sollen. Da findet sich noch einer anderer Indikator. Naja, aber das ist nicht so schlecht. Also die Arbeit zu fragen, was sind die Arbeitsentgelte, bezieht die aufs BIP? Und wenn man sieht, das ist deutlich, ist immer noch einige Punkte unter dem Anfang der 90er Jahre, ist vielleicht schon ein Punkt. Aber das Lohnthema führt uns ja vielleicht gleich unmittelbar zu einem Punkt, einem ganz konkreten Punkt, den ich rausgreife. Schließlich sind wir auch zu Gast hier heute bei den Gewerkschaften, nämlich zur Frage von Tarifbindung. Es zeigen ja nun viele Studien, dass die Tarifbindung meistens ein Grund dafür ist, dass es eine geringere Lohnspreizung gibt, dass tarifgebundene Unternehmen höhere Löhne zahlen. Wo sehen Sie da sozusagen einen Handlungsbedarf, eine Hebelwirkung mit Blick auch auf das Thema Ungleichheit? Was würden Sie da sozusagen empfehlen als Weise? Weise sind Sie. Als Weise bin ich. Weise sind Sie beide. Ich bin jetzt ja ex-weise, von daher. Wie fühlt man sich so, wenn man... Erleichtert. Na gut, was könnte man tun? Also eine radikale Lösung wäre, sagen wir machen alle Tariflöhne allgemein verbindlich. Gibt es ja in Einzelländern, das wäre eine Idee. Das können wir mal diskutieren. Wo ist das, also wenn ich soweit ich weiß, ist das in Österreich so, ist glaube ich auch in skandinavischen Ländern so, wäre eine Möglichkeit. Weiß nicht, was Herr Hüder dazu sagt. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal was zu. Also nett, das frage ich auch gerne mal zurück. Nein, also hier kommt bei mir aber der Historiker durch. Und ich bin einfach fasziniert und bin deswegen auch ein Fan der Tarifbindung, der Tarifautonomie als autonomen Raum der Politikgestaltung in diesem Bereich, weil dieses mit dem Stinnes-Legin-Abkommen im Oktober 1918 ja, im Sinne auch einer Selbstermächtigung damals unter Druck, aber auch, weil kluge Leute Verantwortung übernommen haben, nämlich Karl Legin und Hugo Stinnes, dieses Abkommen zu machen und damit auf wenig Papier, auf einer Seite, eigentlich das Tarifvertragsgesetz aufzuschreiben, das wenige Tage später vom Rat verfolgt der Volksbeauftragten ins Gesetzblatt übernommen wurde. Und was aber die Geschichte seitdem zeigt, das Spannende ist ja, 1946 ist das sofort auch insbesondere von der britischen Besatzungsmacht in Nordrhein-Westfalen als Modell und als Rekonstruktion wieder in Gang gekommen. Was aber eines zeigt, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, 1926 Zwangsschlichtungen, immer dann, wenn sozusagen das System selbst Probleme hatte und die Lösung versucht, über den Staat zu organisieren, ist dadurch das System nicht stärker geworden. Das heißt, die Lösung, wenn man Autonomie ernst nimmt, muss auch bei den autonomen Partnern gesucht werden. Das wäre mein Punkt. Man kann fragen, ob der Rahmen insgesamt stimmt. Das ist alles, aber es ist ein sozusagen in der Verfassung Artikel 9 sozusagen delegierter Bereich, in dem Tarifvertragsparteien, nämlich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gemeinsam Tariflösungen finden mit ganz, ganz vielen Vorteilen der Friedenseffekte, der Transaktionskosten, die gesenkt werden, der Stabilisierung auch von und sozusagen in Branchen und Regionen von Kostenstrukturen, wenn man sozusagen weiß, wo man die Wettbewerbsdifferenzierung stattfindet. Es gibt kein Wegdriften aus diesem Bereich. Und deswegen hat das ja so einen hohen Wert. Es hat einen befriedenden Wert. Es führt dazu, dass beide in hoher Verantwortung auch für die duale Berufsausbildung stehen. Auch all das könnten wir sonst nicht darstellen. Wir können uns Länder angucken, was passiert, wo das nicht mehr ist. Großbritannien beispielsweise. Oder wo es nie der Fall. Nur, meine Ableitung wäre, dann heißt für mich aber auch, die beiden müssen es ernst nehmen. Beide Seiten unterschreiben Tarifverträge. Nicht nur einen. Und beide sind auch verantwortlich. Und ich glaube, dass die Überlegung, was ist ein Tarifvertrag eigentlich? Wenn das mit der Allgemeinverbindlichkeit funktionieren soll, dann müssen wir aber wirklich zum Mindeststandard zurück. Dann werden die Gewerkschaften zu akzeptieren haben, dass Tarifverträge keine Detailregelung in allen Größenordnungen vornehmen können. Sondern dann müssen wir dann müssen wir auch Spielräume schaffen für betriebliches Atmen. Dann abgesehen davon, dass das gegen die negative Koalitionsfreiheit ja auch gilt. Niemand muss, jeder kann.
Aber die Lektion ist doch, 1990 waren 70% der Arbeitnehmer direkt durch Flächentarife gebunden, heute sind es 50%. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Nee, insofern müssen wir fragen, wie es geht. Aber meine Aussage war, wenn wir das machen wollen, ich weiß nicht, ob es verfassungsrechtlich geht, dann heißt das aber Konsequenzen, dass Tarifverträge wieder das sind, was sie früher mal waren, Mindeststandards. Na gut, das müsste man einfach mal überprüfen, wie das in Österreich läuft, wie Skandinavier das macht. Unsere Verfassung. Ja, aber also noch haben sie sich nicht angeschlossen. So, Herr Bufinger. Na gut, aber einfach diese Modelle zu prüfen, die Frage, wie detailliert wird das geregelt, wie funktioniert das? Also man. Es hat doch eine Verfassungsfrage. Das kann ich, wir sind doch Ökonomen. Wir wissen doch nicht, was die Öffentlichrechtler sich da denken. Aber das Problem ist ja, wir alle wissen, es funktioniert besser, wenn Unternehmen tarifgebunden sind. Das haben Sie ja eben auch gesagt. Nur die Tarifbindung geht zurück. Was tun? Es gehört auch ein zweites dazu. Ich glaube, wir müssen sehr viel deutlicher machen, auch in der selbstbewussten Beschreibung dieses Systems, dass das ein Standort-Asset ist. Wir haben noch den gleichen Befund bei der dualen Berufsausbildung. Da kommen Unternehmen, die aus dem Ausland herkommen. Alle sagen, wie toll das ist. Aber haben Sie schon mal festgestellt, dass nirgends in der Welt das nachgebildet wird? Nirgends. Warum ist das so? Weil es einfach bei uns über 100 Jahre gelernt ist. Die duale Berufsausbildung geht zurück auf die Gewerbegesetze 1897. Die erste Berufsschule gab es 1900, Kerschensteiner Schulstadtrat in München. Und in der Weimarer Verfassung stand schon drin. Das ist gelernt, dass die Unternehmen den zweiten Teil machen, nämlich die Ausbilder bezahlen, die Ausbildungswerkstätten und der Staat hat die Berufsschule. Okay. Ja, aber ich würde sagen, und Tarifautonomie ist auch gelernt. Aber im Ausland ist zu vermitteln, Herr Körzel wird da sicher ein Lied von singen, den Partnern, die sagen, wie toll ist das bei euch immer noch. Aber offensichtlich geht der Lernprozess nicht voran. Trotz alledem spricht das jetzt noch alles nicht dagegen, zu prüfen, welche Möglichkeiten gibt es in Bezug auf Allgemeinverbindlichkeiten. Es gibt ja eine ganze Reihe von Branchen, wo es die Allgemeinverbindlichkeit ja auch gibt, wo das funktioniert, soweit ich weiß. Also ich habe das jetzt nicht ausbuchstabiert, ich habe jetzt da keine Analysen gemacht, aber auf den ersten Blick würde man sagen, was spricht jetzt unbedingt dagegen? Und Ihre Argumente sind aus meiner Sicht noch nicht so 100%. Also lass mal die Finger davon. Ja, historisch ist ja gut, aber trotz alledem, wie gesagt, wir haben ja Allgemeinverbindlichkeit in Branchen und ich glaube, es funktioniert. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Lösung, die Rettung der Welt, aber mal hinzugucken, zu fragen, geht das, was spricht dagegen? Und von Ihnen habe ich so nicht so die Argumente gehört, wo man sagt, deswegen lassen wir die Finger davon. Was ist denn erstmal der Effekt? Sie bringen die rein, ohne dass Sie dann fragen, funktioniert die Struktur wirklich so? Es ist ja auch ein tariertes System. Und die negative Koalitionsfreiheit führt ja dazu, dass eine Option mehr besteht. Für beide Seiten im Übrigen. Und ich glaube, das muss auch wieder ernster genommen werden. Also ich würde erstmal sagen, ich kann nicht einen Autonomiebereich, der von der Verfassung her gegeben ist, dann hinterher wieder sozusagen so absichern, dass die autonomen Partner nicht unter Rechtfertigungsdruck stehen. Das geht nicht, denn sie schließen auch Verträge letztlich zu Kosten Dritter, wenn in der Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosigkeit hinterher finanziell bei allen ankommt. Also insofern bedarf es hier auch eines Disziplinierungselements. Und wenn Sie alles einfach per se, das heißt ja KV in der Österreich, dann kartellieren, dann haben Sie auch ein Problem. Es ist doch nicht ohne Preis zu haben. Ich will mal an dem Wort Mindest einhaken. Sie haben gesagt, dann müsste man das müsste man als Mindeststandard verstehen. Reicht es in den Mindestkategorien zu denken? Also wir haben jetzt den Mindestlohn. Sie haben sozusagen gesagt, der hätte durchaus stärker ansteigen sollen. Also wo sind denn die Hebel? Sind die Mindestlösungen tatsächlich die, die größten Hebel haben? Herr Bufinger, bitte. Ja, so viele Hebel gibt es natürlich nicht. Ein Hebel, der auch mehr hätte genutzt werden können, ist der öffentliche Dienst. Ja, ich meine, da ist ja die Möglichkeit, über die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst auch eine gewisse Impulse zu setzen für die anderen Bereiche. Und wenn ich jetzt sehe, dass Bund, Länder und Gemeinden riesige Überschüsse in den letzten Jahren angehäuft haben, das hätten wir auch in Löhne eigentlich ausgeben. Ja, warum nicht? Ich meine, bevor man die Schulden... weiß nicht. Also, ich glaube... Wir sind doch Beamte. Also, natürlich, absolut. Öffentlicher Dienst. Aber ich denke jetzt ja nicht an mich, sondern ne, die Frage ist doch, welche Hebel hat man als Land? Was kann man tun? Und wenn man feststellt, die Löhne laufen, natürlich kann der Staat die Löhne nicht diktieren, keine Frage. Aber der Staat hat die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst die Löhne zu erhöhen. Wir hatten aus meiner Sicht in einigen Jahren viel zu geringe Lohnsteigerungen, im öffentlichen Dienst jedenfalls, wo einfach aufgrund der niedrigen Inflationsrate auch dann niedrige Abschlüsse gemacht wurden. Und der Staat hätte da schon eine Lohnführerschaft machen können. Und bei den Überschüssen, die da sind, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Der TVÖD ist in den letzten 3-4 Jahren, 4-5 Jahren fast der Tarifführer gewesen.
Doch, der TVED ist schon. Nicht ihre Beamtensaläre, also, aber die Tarif. Bayern kriegt da immer alles mit. Also, ja, meine Herren. Ist bei Ihnen noch gar nicht angekommen, offensichtlich. Ja. Also, nein, aber es ist wirklich so. Aber es ist ja nicht der Hebel, das erklärt ja nicht sozusagen die Situation. Sondern Mindeststandards meine ich ja auch nicht ein Absenken der Tarifverträge, sondern dass man in Tarifverträgen Spielraum lässt. Also, wenn man sie allgemein verbindlich macht, muss sozusagen der Gegendeal auf der anderen Seite ganz klar sein. Dann kann ich nicht mehr das Ganze alles nach oben hin definieren, sondern muss den Raum für betriebliche Differenzierung lassen. Hm. Und das wird ein bisschen dann sehr übersehen. Und deswegen haben wir ja den großen Vorteil, regional und branchenspezifisch zu verhandeln. Hm. Und dann sollen ja auch Unterschiede entsprechend reflektiert werden. Aber wenn man jetzt allgemein verbindlich, dann muss das ja auch auf der Bundesebene definiert sein. Nö. Naja. Okay. Bei einigen, bei den Gebäudereinigern haben Sie ja keine Differenzierung. Da haben Sie ja also ich versuche mal zu sortieren, was mir jetzt gerade nicht ganz leicht fällt, ehrlich gesagt. Also wir konstatieren ja sozusagen, es gibt, also Sie würden glaube ich auch sagen, es gibt das Thema Ungleichheit in unterschiedlichem Maße und so zu viel Ungleichheit ist nicht gesund für die Gesellschaft. So, ich glaube, da sind wir uns im breitesten Sinne alle einig. Sie haben als Ansatzpunkte die weitere Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit genannt, vor allen Dingen das Bildungsthema hervorgerufen und gesagt, wir sollen aber auch nicht schlecht reden, was wir haben. Herr Bofinger, Sie haben das Thema Mindestlohn sozusagen vorgebracht als einen Ansatzpunkt, das Thema Spitzensteuersatz und aber auch die Sache, dass Deutschland eigentlich mehr tun muss. So, was sind jetzt aus Ihrer Sicht sozusagen die größten Hebel? Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie die politische Möglichkeit dazu hätten? Also den Mindestlohn würde ich schon mal anheben. Ich würde nicht auf 12 Euro setzen, aber schon mal sehr viel mutiger, als das jetzt bisher geplant ist. Mhm. Na, also was war ich jetzt? Was haben wir? Nächsten Jahr 9,60? Ich kann die Zeit hier ausrechnen. 9,35, dann sagt man, geht auf 10 Euro. Also einfach mal mutiger, aber auch nicht überzogen. Dass man einfach das vorsichtig austestet und da würde ich mal anfangen. Ja. Mhm. Und beim Steuern, sagen wir mal, einen vernünftigen Steuertarif. Fände ich auch wichtig, dass auch gerade bei der ganzen Geschichte Solidaritätszuschlag, das ist ja alles völlig grobschlächtig, wie das abläuft. Herr Weil hat ein schönes, durchgängiges Modell gemacht und dann kann man das maßschneidern, kann gucken, wie man das machen will, anstatt einfach diesen Solidaritätszuschlag abzuschaffen, halte ich für völlig falsch. Das heißt, ich würde versuchen, so einen Steuersatz zu machen und einen Steuertarif zu machen, der eben genau wie das die alten Steuertarife haben, eben einfach mehr durchgezogen ist und wenn der irgendwie bei 50 oder 55% ab einer Million Euro ist, hätte ich damit auch kein Problem. Also mein Ansatz ist völlig anderer. Ich glaube, dass die großen Belastungen und Bedrohungen, die auch das Thema Verteilung der Chancen, so will ich es mal nennen, beeinflussen, eigentlich die großen Megatrends sind. Der demografische Wandel, die Digitalisierung und natürlich das, was an global bedingten Strukturwandeln mit dran hängt. Das heißt für mich, die Antwort darauf ist, nicht jetzt irgendwo an einzelnen Schrauben zu bringen, sondern wir brauchen ein wirklich großes Investitionsprogramm auf 10 Jahre angelegt, das, was ich Deutschlandfonds genannt habe, 450 Milliarden. Und zwar an einem ganz wichtigen Gesichtspunkt, wir müssen vor Ort die Kommunen ertüchtigen, finanziell, denn nur dann ist auch die Wahrnehmung staatlicher Handlungsfähigkeit für die Bürgerinnen und Bürger gesichert, wenn die Kommunen vor Ort diese Handlungsfähigkeit haben. Zweitens, ich muss das Digitalnetz schaffen. Das ist die Enabler-Technologie für die Zukunft. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir Abdriften von Regionen erleben. Dann reden wir über ganz andere Formen von Ungleichheit. Wir reden ja die ganze Zeit über Ungleichheit entlang der Einkommenshierarchie. Das ist bei uns ein vergleichsweise geringes Problem. Da sind wir einig. Das ist ein europäisches, sind wir da nicht wirklich, das ist nicht das, wo wir das Problem haben. Wenn wir bei den Regionen, wo wir gut dastehen, das nicht stabilisieren. Also wir haben ja die Situation, dass die Industrie auch in den Regionen, in den Flächen ist. Aber das heißt, ich brauche eine Infrastruktur, die Enabler-Infrastruktur, Digitalisierung für die Zukunft. Und ich muss die Ertüchtigung der klassischen Infrastruktur betreiben. Es kann doch nicht sein, dass wir mit einer Infrastruktur, die in den 50er und 60er Jahren gebaut wurde, also als wir beide in die Grundschule gingen, eher schon ein bisschen weiter war, aber dass wir zwei heute noch auf derselben Autobahn rumfahren. Das kann, ich meine, und das Eisenbahnnetz, das heißt Klima, Digitalisierung, Migration, inklusive demografischer Wandel, für mich, und das sind alles am Ende Verteilungsfragen. Wenn Sie da nicht den großen Hebel ansetzen, brauchen Sie hinterher mit dem Hindenstuhl überhaupt nicht anzufangen. Das ist meine These. Deswegen hier ein auf 10 Jahre angelegten Deutschlandfonds, da kommen Sie ganz schnell auf 450 Milliarden, das ist konservativ gerechnet. Wenn der als eigene Rechtspersönlichkeit geführt ist, müssen Sie auch nicht mal das Grundgesetz ändern. Sie können das außerhalb oder mit den Regeln der Schuldenbremse vereinbar machen. Darin sind Sie sich ja auch recht einig, ne? Ja, eben, also da kann ich jetzt schlecht widersprechen. Das eine schließt aber das andere nicht aus.
Ne? Also man muss jetzt ja nicht mit dem Deutschland, weiß ich nicht, man muss jetzt nicht mit dem Deutschland vor das andere erschlagen. Nicht? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dimensionen. Ja, und ich bin ja völlig dafür. Ich würde auch nie sagen, dass es reicht, und die Herausforderungen Digitalisierung, Demografie und so weiter jetzt mit solchen Maßnahmen wie Mindestlohn und Steuersatz zu bewältigen. Natürlich braucht man Zukunftsprogramme, natürlich muss das groß angelegt werden. Und natürlich ist das Wichtigste, was wir machen. Wenn wir in dieser Richtung nicht vorangehen, wenn wir versuchen, mit homöopathischen Dosen jetzt unsere Zukunft zu gestalten, haben wir ein Problem. Wenn Sie sich das angucken, das Klimapaket von Herrn Scholz, da sagt er, sind 54 Milliarden, sagt man großartig. Wenn man aber sieht, dass da ja wieder Einnahmen drin sind aus den Zertifikaten, wenn man das abzieht, dann ist das Volumen des Klimapakets der Bundesregierung 0,2 bis 0,25% des BIP. Und das ist das, was wir in die Hand nehmen, unsere Zukunft, um die Klimafrage zu bewältigen. Und das ist klar, mit Homöopathie kommt man da nicht hin. Und da braucht man, ich würde auch sagen, 500 Milliarden ist hier eine ganz gute Größenordnung, ob man das jetzt mit Schulden, innerhalb der Schuldenbremse macht, oder ob man, also meine Idee wäre zu sagen, lasst uns doch dieses Programm definieren, wie Sie das sagen, wir definieren genau die Elemente und sagen, für dieses Programm und für diesen Betrag beschließt der Bundestag eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Kann er ja machen, kann man ins Grundgesetz reinmachen. Ja, das ist doch kein Problem, dass man sagt, natürlich ist die Schuldenbremse gut, ist nicht gut, aber egal, aber gesagt, ist prima, aber wir haben jetzt außerordentliche Zukunftsherausforderungen. Ich denke, dass wir gerade im ganzen Energiebereich, um jetzt Wasserstofftechnologie richtig voranzubringen, um auch die Förderung von künstlicher Intelligenz und solchen Dingen voranzubringen, das geht nicht zu Nulltarif. Wenn man sich das in China anguckt, die geben riesige Summen aus. Ja, wir haben so das Gefühl, wir können das alles irgendwie so Homöopathie, ein bisschen da ein Tröpfchen und da ein Tröpfchen, dann geht das. Das kostet Geld. Und deswegen wäre mein Ansatz, genau wie Sie das sagen, lasst uns definieren, was wir jetzt extra finanzieren wollen. Genau die Punkte, dass nicht irgendjemand sagen kann, da hat den Spaßbäder gemacht oder was weiß ich, die Beamten, die schon viel zu viel, kriegen noch mehr Besoldung, sondern man sagt, wir definieren das ganz klar, was da reinkommt, sagt, für dieses Paket beschließt der Bundestag eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Und dann ist alles gut. Und das sind wir uns, glaube ich, auch sogar einig. Gut. Es tut mir leid für Sie. Ich muss Ihnen nicht leid tun. Würden Sie denn sagen, dass wir eigentlich grundsätzlich zu viel über Verteilen und zu wenig über Investieren sprechen? Also zumindest haben wir ja, wenn ich mir einfach mal die Sozialleistungsquote am BIP anschaue, dann ist die irgendwie relativ robust bei 30%. Also da ändert sich ja nichts. Da könnte man ja auch fragen, wieso geben wir noch so viel Geld aus, wenn wir heute viel mehr Menschen in Arbeit haben? Also die Frage, die sich vorhin ja berechtigterweise auch, kann man ja links und rechts rumstellen. Da haben wir jetzt nicht wirklich irgendwas zurückgenommen. Wir haben ausgebaut im Bereich der Rente, Belastungen für die Künftigen, weil sich weder mit der Mütterrente noch mit der Rente mit 63 für zielführend halte. Das ist beides sozusagen gegen die Vernunft. Aber da haben wir nicht, da, das haben wir ordentlich, da haben wir, alles, der Teil wird immer abgearbeitet. Der Rest heißt immer, gucken wir mal. Wir dürfen da eins nicht vergessen, 55% des staatlichen Anlagevermögens gehört den Gemeinden. Und wenn der Bund da irgendwie mal sagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld, und dann kommt immer die zweite Aussage, das Geld fließt sowieso nicht ab. Ja klar, weil wir die Verwaltungseinheiten in den Kommunen so zurückgefahren haben, dass die das gar nicht abbauen können und umsetzen können, dann ist das natürlich auch ein blödes Argument. Also ich meine, dann brauche ich das jetzt gar nicht mehr in den Haushalt zu schreiben, wenn ich schon weiß, dass das Geld nicht abfließt. Also das ist ja auch keine solide Haushaltswirtschaft, weil dann ist ja klar, dass dieser Haushalt, früher hat man das Window-Dressing genannt, ne? Er wird schön gerechnet, aber der war wirklich dann schlecht gerechnet. Also das macht keinen Sinn. So, da müssen wir ran. Aber jetzt mal den unwahrscheinlichen Fall angenommen, dass es sozusagen ein solches Paket gibt. Ich weiß ja nicht, wie wahrscheinlich der Fall ist. Ich meine, es gibt ja lagerübergreifend bei den wirtschaftlichen Kompetenz in unserem Lande durchaus eine Haltung dazu. Aber die kommt ja irgendwie nicht so, noch nicht an. Jetzt mal den unwahrscheinlichen Fall angenommen, Sie käme das. Nochmal vor dem Hintergrund unseres Themas heute, nämlich der Frage von Verteilungsgerechtigkeit oder Verteilung, Ungleichheit. Welche Kriterien würden Sie denn an so ein Paket legen, das auch das Problem der Ungleichheit stärker berücksichtigt? Ja, ein Ansatz, ein Element eines solchen Programmes könnte ja sein, dass man sagt, wir machen ein Programm für sozialen Wohnungsbau für diese nächsten 10 Jahre, geben eben deutlich mehr Geld für sozialen Wohnungsbau aus, und das tun wir das Paket rein. Rechnet sich immer bei Zinsen von Null oder Minus. Die Renditen sind zwar nicht üppig im Wohnungsbau, aber
zu sagen, das machen wir für die nächsten 10 Jahre, ist gut für die Bauwirtschaft, die können sich dann auch darauf einstellen, werden auch bereit, ihre Kapazitäten ein bisschen auszuweiten. Also das wäre für mich ein Teil eines solchen Zukunftsprogramms. Mhm. Und dann hätte man auch jetzt eine Verteilungskomponente in dem Ganzen drin. Ja, kann man darüber diskutieren. Ich würde nur den Zusammenhang nicht verkennen, den das hat mit einem guten öffentlichen Personennahverkehr und einer Verlässlichkeit der digitalen Infrastruktur. Es gibt ja da waren Sie doch mit dem Rat, ne? Haben Sie da mit unterschrieben, das Gutachten 17. Da steht so ein ganz tollen Satz. Ich habe so vieles da unterschrieben. Ja, aber da hätte man Minderheitsvotum machen können. Da steht 2017 so ein super Satz drin, die digitale Infrastruktur erbringt der Markt. Da hätten Sie so eigentlich, da haben Sie kein Minderheitsvotum geschrieben. Ich meine, gucken wir mal. Das hätten Sie aber echt, ne? Ja, vielleicht, da ist der Bofinger drin, kennst du den lang genug, da schreibt er jetzt kein Minderheitsvotum. Stellen Sie mal vor, wie 100 Seiten das sind. Und das ist ja immer so ein bisschen mit Hase und Igel. Ich meine, es sind vier Igel und ich bin eine Hase. Wunderbar. Dann ist das einfach schwierig. Ja? Also überall immer. Aber Sie wissen, wie das mit dem Igel war, ne? Ja, nur, das wissen wir noch nicht so. Aber die Denke, dass wir da nicht den Mut haben zu sagen, das ist eine staatliche Infrastruktur und die. Ich hatte auch ein ungutes Gefühl, aber. Das war aber mehr als ungutes Gefühl. Was sagen Sie jetzt? Gut, aber Spaß beiseite, es ist ein ganz ernster Punkt, weil wir dadurch aber Zeit verlieren. Mhm. Wir verlieren dramatisch Zeit. Wir sind jetzt auch wieder, überlegen Sie mal dieses 5G-Thema. Da würde man da auch sagen, warum teilt man nicht die eigentliche Infrastruktur vom Betrieb? Warum werden die Masten nicht staatlicherseits gebaut und die Belegung der Masten wird ausgeschrieben? Jetzt haben wir diese Mastengeschichte. Bei 5G hast du wegen der geringen Latenz, brauchst du ja so viel von denen. Und dann wissen wir wieder nicht, was die eigentlich machen. Wir hätten aber, wenn der Staat die Masten bauen würde in einer Infrastrukturgesellschaft, die Gewissheit, es wären überall dann Belegungspunkte für 5G da. Mhm. Ich darf halt nicht Regionen ausschließen. Und deswegen hat das so verteilungspolitische Konsequenzen. Mhm. Das klingt jetzt abstrakt, aber es ist am Ende ganz konkret. Wenn Sie irgendwo nicht mehr, ich nehme mal eine Gießerei im Thüringer Wald, die sitzen in einem Ort, die machen heute 3D-Druck und verschicken die Master an. Die müssen warten, weil die 6 Mbit haben, bis das ganze Dorf schläft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Am Ende ist die Frage, können die in dem Ort bleiben? Und dann stellt sich die Frage einer Verteilungsungerechtigkeit doppelt. Die haben nämlich dann die Region ein Problem und die Einkommen, also das ist sozusagen auch regional gebündelt. Und das wissen wir aus der ökonomischen Debatte der letzten Jahre ja auch. Dieser Digitalisierung treibt ja für sich genommen zu Superstar-Firms, Companies und Superstar-Cities. Aufgrund einer bestimmten, das jetzt aber ich will einfach sagen, der Druck ist eigentlich weg aus den Regionen. Dem müssen wir entgegenwirken. Das ist für mich die eigentliche, wirklich große verteilungspolitische Herausforderung. Spricht aber auch nicht gegen die Sozialwohnung. Aber bevor es zu harmonisch ist. Das ist ja alles geübt. Das haben wir auch gemacht. Man hat nur dann irgendwann auch gelernt, vielleicht ist das mit dem Wohngeld vielleicht doch noch eine. Aber das setzt aber voraus, dass wir bereit sind zu bauen. Den Eindruck haben wir in Berlin ja nur begrenzt. Also bei dem Senat. Bauen und Masten aufstellen ist die ideale Lösung. Bevor es zu harmonisch wird, würde ich gerne noch mal in die Runde gucken, ob Sie sich an diesem Gespräch gerne beteiligen möchten, ob Sie Anregungen, Kommentare haben. Sie haben ganz schnell Ihre Hand gehoben, deswegen, das Mikrofon kommt gleich zu Ihnen. Warten Sie eine ganz, ganz kleine Sekunde. Oh, Sie kommen dem Mikrofon entgegen. Vielleicht signalisieren Sie mir schon mal, wer Sie, ja? Okay, also 2 Wortmeldungen habe ich auf jeden Fall. Bitte. Josef Frick, mein Name. Frage an Herrn Bofinger. Aber zuvor meine Überraschung, dass Herr Hüther jetzt für Staatswirtschaft plädiert, als neoliberaler Vertreter der Wirtschaftswissenschaften eine Überraschung. Ich habe heute was gelernt und dass er dafür ist, dass die Vermögensteuer eingeführt wird, um den 45 Milliarden Deutschlandfonds zu finanzieren. Ich denke, das ist ja die einzige Möglichkeit. Er hat ja nicht die Umsatzsteuer gemeint, die das finanzieren soll. Aber zu meiner Frage, Herr Bofinger, zu den Steuersätzen hier, das sieht alles super aus. Sie wissen, dass das ja nur die Steuersätze auf zu versteuerndes Einkommen ist. Und Sie wissen, dass in Deutschland präferiertes Einkommen existiert, Stichwort 25% Kapitalvermögen. Es gibt steuerfreies Einkommen. Es gibt Einkommen, das in Stufen besteuert wird. Was ist denn das effektive Einkommen Ihrer Meinung nach der oberen 10% in Deutschland? Wir würden die andere Frage noch mal dazu nehmen und Sie merken sich das. Bitte schön. Also meine Frage geht an beide. Ihre Eingangsfrage war ja, wann ist die Umverteilung irgendwie ein Problem? Und ich würde da gerne noch mal den Blick quasi an den oberen Teil richten. Also die Frage wäre quasi, wann Reichtum auch schadet und das an einem
Zahl und einem Beispiel vielleicht festmachen. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, 650.000 Privatiers, die einfach, die nicht auf Erwerbstätigkeit angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sind 70% mehr als im Jahr 2000. Und ich glaube, das sind in vielen Fällen auch durchaus hochqualifizierte Leute. Und das vielleicht nochmal auf einer Mikroebene an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich komme aus der Nähe von München, wo sich alle irgendwie dem Mittelstand, glaube ich, zuschreiben würden und da Summen vererbt werden, von denen wir, also schwer ist es, sich eine Vorstellung zu machen. Und hatte ich ein Partygespräch, wo jemand eine Idee hatte, was man denn so als machen könnte, meinte ich, na, das ist doch ein super Business, dann macht es doch. Worauf die Antwort war, naja, ich hab's nicht so mit Business, ich chill lieber und warte auf mein Erbe. Also da auch eben nochmal die Frage, wann was quasi für Kreisen bewegen Sie sich? Zu hohe Vermögenswerte auch in gewisser Weise daher dann an volkswirtschaftlichen Schaden oder auch ein Innovationshemmnis sind und wirklich dann auch ein Problem. Also quasi auch ein Engagement. Sie haben ja vorhin auch mit Engagement Hindernis quasi. So, bitteschön. Ja, mit den Steuersätzen. Also natürlich gibt es die Abgeltungssteuer und ich habe mich ja schon immer gegen diese Abgeltungssteuer ausgesprochen, allerdings nur als Abgeltungssteuer auf die Zinseinnahmen, weil bei den Dividenden, die sind ja schon vorversteuert und wenn die Abgeltungssteuer dazukommt, dann ist man irgendwo bei 50%. Und bei den Zinseinnahmen, Abgeltungssteuer, ist aus meiner Sicht nicht konsequent, man müsste da den persönlichen Steuersatz machen, aber mittlerweile bei Zinsen von null ist natürlich der Steuersatz jetzt auch nicht mehr so wirklich, also immer noch dafür systematisch, dass man das machen soll, aber dass man sagt, also du musst jetzt die Nullzinsen mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern und nicht mit den 25% der Abgeltungssteuer, das macht keinen so riesigen Unterschied, würde ich mal sagen. Deswegen, aber meine Frage war, was Sie meinen, die effektive Steuerlast der Spitzen? Ich glaube, es liegt irgendwo bei 33%. Wie viel? 33, glaube ich. Es gibt Einkommensteuersstatistiken, wo man sieht, die irgendwie der durchschnittliche Steuersatz ist irgendwo bei 33-35%. Weil die, was weiß ich, Abschreibungsmöglichkeiten, die wahrscheinlich auch nicht mehr so riesig sind, aber man kann im Immobilienbereich Verluste generieren. Aber so steuerfreie Einkommen, ehrlich gesagt, wenn Sie mir da ein paar nennen, wäre das ganz, also das ist mir jetzt eigentlich nichts so aufgefallen. Das andere jetzt mit. Bitte? Okay, die steuerfrei, weil das ist ja ganz interessant für alle Beteiligten, glaube ich, wenn sie steuerfrei einhaben. Das ist aber für Beamte nicht. Nein, Beamte. Okay, und dann die nächste Frage. Wollen Sie die andere machen? Gut, ich meine, solche anekdotischen Dinge kennt man. Ich nehme jetzt mal die Grafik, die Frau Spannagel mit habe. Wenn ich das richtig habe, war die Reichtumsquote da unten relativ stabil. Wenn das 7%, da hat sich eigentlich nichts bewegt. Also man kann Politik nicht nach anekdotischen Geschichten machen, so unterhaltsam die ja sind, verstehe ich ja auch, finde ich so. Aber wenn ich jetzt Politik, muss ich an solchen Gesamtindikatoren orientieren, habe ich hier überhaupt keinen Handlungsbedarf, es hat sich überhaupt nichts bewegt. Welche Zahl der Privatiers, die sich um 70% erhöht hat seit dem Jahr 2000? Bitte, was ist das? Die Anzahl der Privatiers, die seit dem Jahr 2000 um 70% gestiegen ist. Ich hatte ja auch noch eine Zahl genannt. Der Anteil der Hochaltrigen ist auch angestiegen, was glauben Sie denn? Das hat ja was miteinander, Ja, die Frage ist ja nach der Konsequenz, die daraus in einer Gesellschaft, in der jetzt sozusagen Erben, also wenn die Generation, die nach dem Krieg aufgebaut hat, dann haben wir doch jetzt einfach strukturell im Vergleich zu einer 100-jährigen Friedensgesellschaft, einer Gesellschaft, die im 20. Jahrhundert zweimal Krieg hatte und Vermögensverlust, kommt doch jetzt erst genau diese Situation zum Tragen, wo sie in erheblichem Maße Erbe haben. Und wenn Sie sich die Erbschaftssteuer anschauen, dann können Sie ja manchmal sogar feststellen in der Erbschaftsstatistik, wo es einzelne Großerbfälle gegeben hat, als der Turm von Taxis gestorben ist, da ist in Bayern die Erbschaftssteuer aus dem Kasten gesprungen. Also das funktioniert dann schon. Die Frage aber ist, was ist die politische Antwort? Ich glaube, die politische Antwort kann, das ist ja an sich erstmal kein besonderer, wenn wir hier über Einkommen reden und Vermögen, dann ist diese Zahl letztlich für mich interessant. Und damit bei Ihnen nicht was im falschen Ohr hängen bleibt. Also neoliberal, denken Sie an Alexander Rüstow, sagen, der starke Staat für wirksame Märkte. Und der Fonds wird natürlich kreditfinanziert, sonst hätten wir nicht über die Schuldenbremse reden müssen. Gibt es noch den Bedarf, sich einzubringen? Hier, eine letzte Meldung, die wir noch einbeziehen. Martin Schobert, ich wollte fragen, ob auch die Agenda-Reformen Einfluss auf die Verteilungsentwicklung hatten. Antworten Sie ruhig. Die, wenn man jetzt Hartz IV nimmt, dann ist das vor allem jetzt für Arbeitslose, die qualifizierter sind, eigentlich ein Einschnitt. Für Arbeitslose mit geringem Einkommen hat sich durch Hartz IV ja nicht so viel geändert, muss man auch mal sehen. Sondern Hartz IV ist ja ganz gezielt für die
Arbeitslosenproblem, die jetzt sagen wir, als Ingenieur oder als qualifizierter Arbeitnehmer arbeitslos werden, langzeitarbeitslos werden und die dann nach einem Jahr dann behandelt werden wie jemand, der überhaupt noch nie gearbeitet hat und vollkommen unqualifiziert ist. Also das sind eigentlich die Hauptbetroffenen von dieser Hartz-IV-Reform. Und, aber ob das jetzt statistisch sich irgendwo jetzt niederschlägt, weiß ich nicht. Manche Leute sagen, die Lohnzurückhaltung ist mit Hartz IV zu erklären. Ich meine das nicht, weil die Lohnzurückhaltung eigentlich schon Ende der 90er Jahre eingesetzt hat und bis Hartz IV sich entfaltet hat, war die Lohnzurückhaltung fast wieder vorbei. Das sehen wir ja bei den ganzen Kurven, die haben so ihr 2,7, haben die so ihren Tief und dann geht es alles wieder hoch. Also Hartz IV jetzt für die Lohnentwicklung verantwortlich zu machen, finde ich jetzt auch nicht so richtig konsequent. Mhm. Vielleicht eine Frage zum Abschluss. Was wir bisher diskutiert haben, haben wir vor dem Hintergrund dessen diskutiert, dass wir eine relativ gute Ausgangslage haben. Nun ist es so, dass fast alle Wirtschaftsinstitute inzwischen mindestens eine Verlangsamung der Wirtschaft, aber wenn nicht eine drohende Rezession sozusagen am Horizont sehen. Das heißt, dass das Vertrauen in künftiges Wirtschaften auch sozusagen abnimmt. Was ist Ihre Einschätzung? Was braucht es, um sozusagen, also was hat das für eine Konsequenz für die Verteilungsfragen, die wir gerade diskutiert haben? Und was ist sozusagen auch, also auf der einen Seite viel Wandel und Transformation, auf der anderen Seite sozusagen sinkendes Vertrauen. Wir brauchen eine Sicherheit in dieser Transformation für jeden und jede Einzelne, um ein innovationsfreundliches Klima zu gestalten. Was ist Ihr Fazit sozusagen? Oder wie blicken Sie in die Zukunft? Vielleicht als Schlussfrage. Also wir haben uns jetzt nochmal aktuell das Thema Konsum angeschaut. Wenn man sich das annimmt als einen Ausdruck von Vertrauen, haben wir beim Konsum der privaten Haushalte keinen Einbruch, sondern da dominiert das, was immer auch in der langen Frist in der Vergangenheit erklärt hat, Arbeitsplatzsicherheit, die weiterhin als hoch angesehen wird. Und es gibt ja in all den Prognosen, auch wir gehen für dieses Jahr von einem 0,5 Prozentpunkt BIP-Zuwachs aus, nächstes Jahr 0,8, keinen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es gibt nur einen Rückgang des Aufbaus neuer Arbeitsplätze. Also das sozusagen, von daher verändert sich etwas. Das hat dann was zu tun mit der Finanzierungsbasis. Aber der Hebel über höhere Arbeitslosigkeit sehen wir im Augenblick in einzelnen Sektoren, ja, aber nicht jetzt volkswirtschaftlich als finden. Das heißt, von da ist erstmal der private Verbrauch ein Indikator, der sagt, dass trotz dieser Abschwächung, die wir auch sehen, ich habe die Zahlen genannt, ich glaube auch, dass wir nachhaltig eher ein schwächeres Wachstum reinlaufen, weil wir durch die Demografie, den Alterungsprozess, wir haben die Digitalisierung, die Geschäftsmodelle per se in Frage stellt und wir müssen viel jetzt tun und investieren in das Thema Klima. Also das wird uns einfach ganz besonders beschäftigen, sodass die Kreation von Wertschöpfung im Vordergrund steht. Und wenn man das wieder verbindet mit dieser Idee, dieses Deutschlandfonds, haben wir aber auch nochmal so das Verteilungsbedarf. Es gibt da für mich jetzt keinen expliziten verteilungspolitischen Bedarf. Wir haben jetzt hier nicht eine schlechte Entwicklung, sondern eine bessere Entwicklung, stehen noch besser da als vor langer Zeit. Und wir brauchen einfach eine Stabilisierung dieser Erwerbstätigkeit. Das ist sozusagen zentral. Ja, nachdem ich im Jahr 2004 ein Buch geschrieben habe, wir sind besser als wir glauben, würde ich das heute, glaube ich, eher anders formulieren, würde sagen, die Situation ist bedrohlicher, als wir glauben, weil ich mich schon frage, ob wir nicht so eine Art disruptiven Prozess vor uns haben, ob das nicht, die eine Idee ist ja, dass man sagt, naja, das ist ein bisschen eine Abschwächung und das kommt wieder und das haben wir im Sachverständigenrat letztes Jahr ja noch bei der Diagnose und Prognose gesagt, naja, die Automobilindustrie, das schwächelt ein bisschen Zulassungsverfahren, es wird schon wieder und man sieht eben da jetzt nicht so wirklich die Besserung und wir sind eben sehr stark exportorientiert, wir sind sehr stark industrieorientiert, wir sind sehr stark automobilorientiert und das sind alles und das war unser Erfolgsmodell bisher, da sind wir toll mitgefahren und die Frage ist das nicht doch bedroht und ist das, was wir als Abschwächung sehen, ist das nicht, kann man das einfach so abtun, dass man sagt, es waren zwei schlechtere Quartale, aber dann wird es schon wieder, oder ist das einfach so eine Art disruptiver Prozess, der uns im Kern in unserer Automobilindustrie trifft, und für die wir auch keine richtige Antwort haben. Und dann kann das natürlich schon relativ schnell über die ganzen Automobilzulieferer, die kleinen Mittleren, dann geht das auch an den Arbeitsmarkt rüber. Und wir sehen ja auch im Arbeitsmarkt jetzt, dass die Arbeitslosigkeit leicht wieder steigt, die offenen Stellen gehen zurück. Also da ist auch eine Trendwende da, die ist natürlich nicht ausgeprägt, keine Frage. Aber ich bin da eher skeptischer und ich weiß nicht, ob man einfach so sagen kann, ja, wird schon wieder, so wie so eine kleine Erkältung und so, da legen wir uns ein bisschen hin und dann bleiben wir ein paar Tage zu Hause und dann geht's wieder. Und das ist eigentlich so das Muster, auch selbst diese extreme Rezession 2009 hat ja so dieses Muster gehabt, naja, damals eine Grippe, aber die war jetzt auch richtig schlimm, aber dann 2010 sind wir wieder
Zund, dann geht es einfach weiter. Und deswegen frage ich mich, und da muss man, glaube ich, schon sehr kritisch gucken, ist das nicht so etwas Disruptives, was sich jetzt allmählich da aufbaut, wo man nicht einfach Business as usual machen kann, wo man dann genau solche Lösungen braucht, wie Sie das sagen. Mhm. Wie können wir in dieser Situation versuchen, Impulse zu setzen, nicht einfach warten, bis das immer schlimmer wird. Und für mich wäre eigentlich schon längst angeraten gewesen zu sagen, macht doch jetzt für Unternehmen großzügige Abschreibungserleichterungen, vielleicht sogar eine Sofortabschreibung, wenn Sie jetzt energiesparender, wenn Sie auf was weiß ich, Digitalisierung, Industrie 4.0 zugehen. Für den Staat kostet die Sofortabschreibung nichts, weil es vollkommen egal ist bei Nullzinsen, ob ich als Staat meine Steuern heute kriege oder in 10 Jahren. Das einzige Problem ist, dass Sie halt in Kassenflüssen denken, dann fehlt das jetzt zwar, aber ökonomisch wäre es das Einfachste von der Welt zu sagen, Unternehmen, wenn ihr jetzt zukunftsorientiert euch umbaut, umstellt, ihr kriegt die Sofortabschreibung. Wir würden den Maschinenbau, der ja schon ziemlich im tiefen Tal sitzt, wir könnten dieses Tal quasi ein bisschen überbrücken. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es überhaupt nicht, dass hier die Berlin, die Wirtschaftspolitik, einfach sitzt und wartet und irgendwie gucken will, ob es wirklich richtig schlimm ist. Das ist der Ansatz, also auf was will man eigentlich warten? Gut, Schulz sagt, wir machen da irgendwann ein Riesending. Aber ich meine, auf was wartet man? Dann noch eine kurze Frage. Wie schlecht müssen Indikatoren werden, dass man sagt, oh, jetzt ist eine richtige Rezession? Also. Dann noch eine kurze Frage zum Abschluss. Wie optimistisch sind Sie, dass sich die Denke ändert? Ganz kurz. Ich glaube, gut, das hängt insgesamt mit der politischen Besetzung hier in Berlin zusammen, die sich ja vielleicht ändert. Aber insofern glaube ich schon, dass wir nicht das Jahr 2020 in der gleichen, sag mal, gewissen Lamoyanz Behandlungsunfähigkeit erleben werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und dann hoffe ich mal, dass so wie damals Ihr Buch zur falschen Zeit kam, ist diesmal auch zu falsch. Also Moment, mein Buch kam genau richtig. Optimistisch, ja, das war damals genau richtig, zu sagen. So, doch, so hat sich gar nicht schlecht verkauft. So, wir driften ab. Das ist ganz gut klar. Herr Bofinger, optimistisch oder? Aber optimistisch bin ich insoweit, dass jemand jetzt wie Herr Hüter ausbricht aus dieser Wagen. 2009? 11 gesagt. Aber nicht laut genug. Also das können wir gleich beim Mittagessen. Die Jahreszahlen können wir gleich beim Mittagessen erklären. Optimistisch oder nicht? Ändert sich was, glaube ich schon. Doch, ich bin da ganz optimistisch. Ja. Okay, ja. Gut. Nein, ich bin überhaupt nicht. So, über die neuen Bücher von Herrn Professor Hüter und Herrn Professor Bofinger können wir uns dann beim Mittagessen, oder die nicht geschriebenen, können wir uns dann beim Mittagessen weiter austauschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr lebendige Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne.